So, Servus Bernhard, wir haben Mitte Februar und heute ist ein stürmischer Tag. Im Moment hat der Sturm und der Regen nachgelassen und drum bin ich hier im Garten, um festzustellen, an welchen Ecken der Sturm am meisten weht. Hier in der Wiese vor dem Garten wollte ich Kartoffeln anbauen. Aber hier ist der Sturm zum Teil am stärksten. Das heißt, er würde die Pflanze direkt kippen oder abbrechen. Links neben der Schaukel, da werde ich die Erdbeeren dieses Jahr hinsetzen. Vom Balkon aus habe ich gesehen, dass der Garten hier hinten etwas krumm ist. Deshalb habe ich mit dem Spaten das Ganze begradigt. Der hintere Teil werde ich nicht umgraben, weil da sind zu viele Wurzeln von den Bäumen drin. Man soll es nicht glauben, aber der ganze Garten ist dem Sturm ausgeliefert. Ich werde es dieses Jahr mit Beetumrandungen probieren und einzelne Beete. Aber ansonsten kann sein, dass die Hälfte der Ernte beim sommerlichen Sturm wieder kaputt wird. So, der Sturm hat eine kleine Pause eingelegt. Jetzt kommt er wieder so richtig in Fahrt. Das Vogelhäuschen ist innerhalb von einer halben Stunde leer geworden, aber nicht von den Vögeln, sondern der Sturm bläst unten die Körner raus ins Nachbargrundstück. Der Sturm nimmt langsam wieder Fahrt auf. Das heißt, ich kann jetzt schauen mit Laub. Aha, der dreht. Ja, aber es ist kein optimaler Platz für die Kartoffeln. Ich würde es mal alle abknicken. So, jetzt geht der Sturm so richtig in Fahrt. Wir haben jetzt wieder Böen so um die 80 Stundenkilometer. Dank meines Gewichtes habe ich doch ein bisschen höhere Standfestigkeit. Aber der Wind bringt jetzt wieder richtige Regenwolken daher. Es regnet schon. Vielleicht können Sie mich gar nicht verstehen, weil ich habe auf externes Mikrofon umgeschalten. Ja. Aber es ist lustig. Hier im Garten zwischen Hochbeet 2 und den Himbeeren, da pfeift der Wind richtig aggressiv. Da habe ich schon leichte Probleme, mich dagegen anzuwehren. Egal, wo ich mich im Garten befinde, ob weiter vorn oder weiter hinten, der Sturm kommt von dieser Richtung, drückt über die Dächer runter in den Garten. Aber es geht weiter mit dem Garten. Kartoffeln muss ich mir überlegen, ob ich dieses Jahr anbaue. Wir befinden uns im Tomatenhaus. Ich habe auf der Rückseite die beiden Rollos hochgemacht, weil der Druck war einfach zu hoch. Und man sieht hinter mir, wenn die Böen wieder kommen, dass das Häuschen trotzdem recht wackelt. Es kann nichts passieren. Ist dann mit 12 Ankern im Boden
Und die Kanthölzer haben alle 9 cm. Sollte der Sturm noch etwas stärker werden, dann werde ich auch die Rollos hinter mir nach oben drehen, dass der Sturm hier durchwehen kann. Dann wird auch keinen größeren Schaden anrichten. Noch ein paar Gedankengänge zur Mitte Februar. In den Jahren zuvor hatten wir Frost um die Jahreszeit durchgehend zwischen 5 und 10 Grad minus. Es war alles tief gefroren, voller Schnee. Und jetzt haben wir 16 Grad plus und Stürme von 80 bis 120 Stundenkilometer die Böen. Und das hier unten im Tal. Ich beneide nicht die, die oben auf dem Berg jetzt leben müssen. So, das hört sich doch mal gut an, oder? Das ist mal was anderes. Aufpassen, dass meine Mütze nicht wegfliegt und dass mir keine Mülltonne entgegenkommt. Aber es gibt auch ein klein wenig Positives. Das zeige ich euch auch. Hier die ersten Schneeglöckchen kommen raus. Zwischenzeit ist es Nachmittag geworden. Der Wind hat nachgelassen. Etwas. Und ich dachte mir, ich zeige euch mal oder wir reden mal drüber, was ich dieses Jahr im Garten vorhabe. Hier das Stück, was ich umgepflügt habe und auch noch umgegraben habe. Das soll am März, Mitte, Ende März, gefräst werden, damit das Beet relativ flach wird. Auf diese Fläche kommen dann 15 Beetumrandungen. Das heißt, es gibt 3 Reihen mit je 5 Beete. Und dann weiter hinten kommen dann noch die langen Beete für die Zucchini, für die Kürbisse. Und vielleicht riskiere ich es auch nochmal Kartoffeln anzubauen. Jedes dieser Beete soll eine Länge haben von 2,50 Meter auf 1,20 Meter. Und dann habe ich natürlich die Möglichkeit, jede Menge andere Dinge zu probieren. Die letzten Jahre hatte ich größere Beete. Allerdings sind nicht gleichzeitig 5 Kohlrabi reif worden, sondern 20. Alleine kannst du es nicht essen. Und so habe ich es draußen an die Straße auf den Tisch gestellt zum Verschenken. Mein Gedankengang, es gibt viele ältere Leute im Dorf, die es nicht mehr schaffen, ihren Garten zu bewirtschaften. So kommen die wenigstens an ein gutes Gemüse. Natürlich wird es nicht nur beim Gemüse bleiben, sondern in jedem von dieser Beete sollen auch Blumen, eine Blumenecke entstehen, sodass der Garten trotzdem
blüht zu jeder Jahreszeit. Hier im Hochbeet Nummer 4 habe ich schon 2 Reihen Knoblauch angebaut. Rechts daneben kommen Zwiebeln. Geplant sind die Stuttgarter Riesen. Hier auf der Wiese steht auch ein Teil von den Beetumrandungen, die später hinten in den Garten kommen. Wie ich die Beetumrandungen gebaut habe, erfährt ihr im nächsten Video. Bis dahin macht es gut, bleibt gesund, fährt euch!